Ihr folgt der Straße ins blaue Viertel vorbei und seht bereits, hier sind die Gebäude tatsächlich mehr mit Giebeln und mit kleinen Pagoden ausgestattet. Ja, Gaga kennt das, menschliche Bauten und auch elfische Bauten in Gistanz. Tatsächlich gab es mal sehr viele Städte, die so aussahen. Aber mittlerweile haben die Goblinoidenhorden und die Orkischenhorden die Oberhand gewonnen über den größten Teil. Die meisten Städte sind verlassen oder niedergegangen, bis auf eben Ilvara und eine weitere an der Küste, sowie ein paar kleine Fischerorte. Und ihr bewegt euch tatsächlich dann die Straße entlang bis zu dem ausgerufenen Haus, das als Thaler Manor bekannt wird, und seht, in einem kleinen engen Gehweg einen kleinen Balkon mit drei Säulen und dahinter eine große, schwere Eingangstür. Helles Gemäuer mit diesen blauen Dachgiebeln tatsächlich und ja, großen Fenstern, die ein wenig von innen geschwärzt zu sein scheinen. Tja, jetzt könnten wir warten, bis Magister LJ hier eintrifft. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht an ihn erinnern, Hauser, aber er hat das Phylakterium von Thaler an sich genommen. Es ist auch gut, dass er das hat und sonst niemand. Vor allem nicht Hauser ursprünglich. Ja, ich glaube, es ist besser, dass Erin es nicht hatte. Das war, bevor wir euch getroffen haben, vor Anfang August. Wie so vieles. Was ist denn heute los? Ich wundere mich gleich, warum heute alle so leicht passiv-aggressiv sind. Das ist diese Stadt, würde ich sagen. Die magischen Ströme sind hier besonders stark und durchströmen jeden, der Arkan wirkt. Und was sagt ihr? Schauen wir mal rein. Sprengt uns das vielleicht einfach in die Luft? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist uns schon passiert, was wir Das gehört ist uns haben. schon mehrmals passiert. Und wir haben es jedes Mal überlebt. Also. Aber wir haben doch sicher hier jemanden, der nach arkanen Fallen suchen kann, wie als wir in den tollen Turm gegangen sind. Da ist was dran. Und Ja, ja, klar. Alfie dreht sich kurz um, so als wüsste sie nicht, um wen es geht. Und dann ist sie so. Oh ja. Ja, es geht um mich natürlich. Ich habe die Fallen im Turm exzellent entschärft. Mit deinem Körper. Aber ich kann sie entdecken. Ja, aber das ist ja langweilig. Rudolf, Ja, kannst du dann. an. Ja, dann. Habt ihr den Vortritt? Ja, ich gehe rein. Macht ihr das mal, weil wenn ich Detect Magic mache, Ich dann halte. leuchtet hier alles blau. Das heißt, ich checke nicht mal, ob es Fallen gibt. Du gehst einfach rein. Ich gehe jetzt einfach rein, Junge. YOLO. Ich halte ein bisschen Abstand erstmal. Seot, du bist am Portal und du merkst, die Tür ist verschlossen. Ja, okay, das ist jetzt Der Klassiker. antiklimaktisch. Aber wir haben alle gesehen, wie mutig ich war. Ja. So, jetzt macht ihr euren Magiekram und Was heißt hier unlockt die Magiekram? Tür. Die Tür ist einfach verschlossen. Also, wir Ja, sind das ja, wirklich wird es ja alle wohl den anscheinend Luftschlüssel geben mit weg. einem. Da muss jemand hin, der sich damit auskennt. Ja, oder wir fragen einfach jemanden, ob er uns Fragen. reinlässt. Gaga, können wir deinen Fuß haben? Das würde funktionieren. Ich Bitte bin mir treten Sie gerade die Tür nicht ein. sicher, ob du meinen Fuß physisch getrennt von meinem Körper haben willst und schau deswegen einfach nur kurz verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Überleg auch kurz. Als Rambock einfach so ein Bein von Ja. Gaga. Alfie, würdet ihr trotzdem ganz kurz mal, bevor uns der Fuß um die Ohren fliegt oder was? Mycroft geht ein Stück zurück, da wo dieser blaue Baum steht, Aber ich und kann lehnt ja sich wohl die da an. Tür auframmen, oder? Also das ist ja wohl Was kannst du tun? einer meiner leichtesten Übungen. Xerox nimmt Anlauf von der Treppe. Und machst du? Ja, Ich würde klar. gerne Dann Abstand nehmen. würfel Ja, auch ich ein dazu. Stück. Ich möchte der Erste sein, der ihn auslacht, wenn er auf dem Boden liegt. Dann würfel mal auf Angriff, dein Rammangriff. Ach so. Ja, Okay. was hast du erwartet? So. Ja, nicht, dass es Hattet jetzt ihr direkt nicht noch ein diese Angriff Brille, Fräulein von Gust? Diese war. Warte, Alter, was Ja, und ich wollte labert es eigentlich gerade überprüfen, aber dann ist er ja losgerannt. Deswegen ihr? würde ich jetzt Ja. Abstand nehmen. Da ist er, der Rammangriff. Oh. 21! Ja, Ja, Mann! ihr seht Xerath mit wenig Anlauf, tipps, tapp, über die Treppe und 21, 2 Schaden. Die Tür.
Du spürst keinen magischen Widerstand, du spürst, dass eine normale Holztür und du spürst, dass du sie ganz ordentlich aus den Angeln gehoben hast. Sie ist allerdings noch an Ort und Stelle mit zwei Schaden. Du hast keinen Kopf. Weiter so, Sangwu. Nochmal. Okay, sehr rot. Selber Anlauf. Ja. Warum kann ich das nicht? Alle Leute fliegen die 20er im Klumpe. Im Kampf gegen die Tür kommen die Natural 20s. Damit sind wir bei 5 Schaden extra und ihr seht, durch eine Seite der Tür brechen und im dunklen Innenraum verschwinden. Ein sehr majestätischer Rambock ist unser Türen Sanhu. Haben keine Chance gegen euch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich bin teilweise beeindruckt. Ja, ich werde mal tanzende Lichter wirken. Ja, tanzende Lichter sind um deinen Kopf rum erstmal. Dann beleuchtest du einen Flur, tatsächlich kein Licht. Du siehst, die Kandelaber an der Wand sind allesamt erloschen. Und du siehst auf dem Holz wie auch an dem Teppich tatsächlich Rauch- und Schmauchspuren, die hauptsächlich aus diesem Raum hier kommen. Was macht ihr draußen? Die Tür ist tatsächlich offen. Ja, komm auch hinterher. Ich würde ein kleines bisschen, ich würde einen von diesen Riegeln von dem Kedemvor-Weihrauch nehmen und den entzünden, damit einfach so eine kleine Wolke Kedemvor-Rauch. Alles klar. Du hast einen der 5 angezündet und trittst dann auch ein. Und ja, ihr seid in einem Stück Flur. Tatsächlich mit jeweils 4 Türen, 2 links, 2 rechts, wobei ihr nur 3 Türen tatsächlich in den Zagen seht. Die hier oben der Durchgang, das war falsch, aufmachen. Hier oben der Durchgang hat keine Tür mehr, aber hier, hier und hier seht ihr jeweils eine Tür. Und Licht fällt jetzt von außen natürlich rein, wie auch die tanzenden Lichter, die um Xeroth kreisen und ihn euch den Gang beleuchten. Okay, haben wir nicht eh alle Dark Vision? Ich hab Mary wieder dabei, nachdem mir gesagt wurde, dass der anscheinend recht wichtig war. Aber ich hab ihn nur in so einem Rucksack drin liegen, das ist total unehrenhaft. Ich würde Mary rausholen und einmal die Taschenlampe anmachen. Ja, die Augen beginnen zu leuchten. Und ihr macht gerade wieder Dark Vision an in dem Moment. Ich freue mich über das Licht. Ja, neben dem Kunstlicht der Magie jetzt auch ein bisschen Tageslicht rein. Also ihr könnt gut schauen. Ja. Okay. Jetzt hat jemand Interesse dran, dass ich nach Fallen suche oder machen wir das bitte. Einfach? Ich bin dagegen. Wir sollten uns einfach aufteilen, wie das immer so gemacht wird. Jeder sucht sich einen Raum aus und dann gucken wir jetzt oben nach. Haben wir es schneller hinter uns gebracht? Sehr schön. Ich gehe mit Alfie. Wo wollt ihr hin? Ich gehe nach rechts. Würde mich auch bei Fräulein von Gust halten. Ich auch. Ich gehe links irgendwo allein. Ich gehe allein irgendwo rein. Gut, wir sind aufgeteilt. Also, Xeran, unser Aufteilen funktioniert so, dass 2 alleine gehen und die anderen zusammen. Ja. Aber ich schicke meine Lichter beide jetzt vor, natürlich wieder. Ja, du schickst deine Lichter vor. Wo gehen wir hin, Alfie, Mycroft? Ja, ich würde jetzt erstmal Find Traps machen, tatsächlich. Wunderbar, dann tu das einfach mal gehen. Mit einmal Arkane Kunde. Und dann, Find Traps, ja. Wunderbar. Seht ihr, Alfies Augen leuchten kurz auf. Und du siehst die komplette Struktur des Hauses um dich herum. Und das bleibt eine Aktion. Any trap is enraged in line of sight. Within line of sight. Was ist in der Range? 120 Feet. Wo schaust du hin? Welchen Raum schaust du? Weil hier in dem Flur bist du nichts sehen. Warte, mein Fenster ist gerade davor. In welchen Räume willst du schauen? Den ersten rechts. Also hier der mit den Kacheln. Ja. Da würdest du sagen, keine arkanen Fallen und keine normalen Fallen. Gut, gehen wir da rein. Gut. Sicher? War dein August? Ich gehe oben rechts. Ganz sicher. Ja, genau. Dann würde ich vorausgehen, wenn du sagst, es ist sicher, damit Mycroft dein Körperschild ist. Ich komme auch hinterher. Alles klar. Dann
seid ihr drei. Abyssinia bleibt draußen auf dem Gang. In der Küche tatsächlich. Grüne, weiße Kacheln. Ihr seht einen kleinen Ofen, ein kleines Waschbecken. Recht bescheiden eingerichtete Küche mit ein paar Fässern, ein paar Säcken. Nichts Auffälliges und auch tatsächlich kein Fallen. Auch hier sieht ein bisschen eher, als ob die Zeit so ein bisschen an dem Haus genagt hat, als eine Falle oder eine Explosion. Während Aaron in den oberen Bereich tritt und in eine Art Speisesaal tritt mit einem fein dekorierten Boden, einer größeren Tafel mit mehreren Stühlen. Hier sieht es so aus, als wäre gar kein Schaden, nichts passiert. Hier sieht es aus, als könnte man hier noch gemütlich essen und wohnen. Und Xeroth, du schickst deine Lichter vor, hast du gesagt? Ja. Und trittst in eine Art Salon ein und tatsächlich vor dir liegt ein verkohlter Körper. Der Teppich wie auch der Boden ist geschwärzt. Die Möbel sind geschwärzt und verbrannt und auch wie von einer Druckwelle ein bisschen weggerückt worden. Du siehst einen Kamin und eine Zierrüstung hier unten noch. Und du siehst, dass es einen Kronleuchter anscheinend auch von der Decke gefetzt hat, sowie die Nordwand hier oben, die anscheinend nur eine dünne Holzwand ist, rausgehauen hat. Okay. Leute. Ja. Ja, Abyssinia kommt rein. Schreist du das? Hören wir das? Ja, ich rufe das. Und dann komme ich zurück, weil ich finde ja erstmal nichts da oben, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja. Okay, dann komme ich zurück. Ich kenne mich nicht mit der Einrichtungskunst der Leute in dieser Stadt aus, aber das sieht nicht so aus, als gehöre das so. Ich lege mich, ohne irgendwas zu sagen, lehne ich mich direkt zu der Leiche und gucke nach. Mhm. Und greif erstmal ordentlich in den Mund rein. Dann würfel einmal entweder auf Medizin oder, wenn du es Arkan machen willst, auf Arkane Kunde. Ich gucke mal eben, ich mache, glaube ich, Medizin. Mhm. Ja, nee, ich mach Arkane Kunde. Alles klar. Gut, 17. Du würdest sagen, hier war ein gebundener Feuerballzauber am Werk. Und zwar, du schaust dir die Leiche an, du schaust, wie sie liegt, du schaust den Teppich an, machst hier so ein bisschen Deduktion tatsächlich. Ganz kurz ist Detective Nimrod unterwegs, schaust hoch und wirst sagen, die Rune für diesen Feuerball war in dem Kronleuchter oben an der Decke. Und als der Kerl, ist nämlich ein Kerl, drunter gegangen ist das Ding hochgegangen und hat einmal vom Kronleuchter aus den Radius samt der Nordwand gesprengt. Okay. Kann man Ich zieh noch so ein Stück Haut ab, guck mir die so an. Ja, das ist wie Leder. Das war eine ziemlich ausgeklügelte Falle. Oben an dem Kronleuchter hat sich eine Feuerrude versteckt. Irgendjemand hat sie da oben platziert. Und als die arme Seele hier, und ich leck einmal kurz an diesem Hautstück, direkt drunter stand, ist das hier passiert. Und irgendjemand wollte ihn anscheinend tot sehen. Oder er ist nur versehentlich an dieser Stelle gewesen. Vielleicht war das auch für uns geplant, wer weiß. Kann man noch erkennen, welchem Volk der angehört hat, also Mensch, Ork, Dunkelelf. Nein. Willst du Medizin kannst du das machen, ja. Ich kann das auch machen. Ich kann auch nochmal gucken. Oder sagst du das offen? Ja, dann frage ich das in die Runde. Dann gucke ich doch mal eben nach. Zieh noch so ein kleines Messerchen raus, schneid noch ein bisschen dran rum. Entschuldigung, ich habe History. Entschuldigung. Jetzt Medizin nochmal. Das ist, ne? 16. 21. Ja. 21. Ja. Du wirst sagen, schlank, groß, elfischer Natur. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Dunkelelf, Waldelf, Hochelf ist schwierig. Vielleicht, weil er ein bisschen kleiner ist. Und Distanz, wahrscheinlich Dunkelelf, ja. Ich habe so ein Ohr in der Hand. So. Ich schätze Dunkelelf, ob halb Dunkelelf oder ganz Dunkelelf, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall elfischer Natur. Knusprig gebraten. Ja. Ich finde nicht hilfreich, aber danke. Gern geschehen, ich stecke das Ohr ein. Gut, das heißt, wir sollten davon ausgehen, dass hier eventuell noch Fallen aktiv sind. Definitiv. Falls ihr Kronleuchter seht, geht ihn aus dem Weg. Und ich gucke nach oben.
Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Haben die Schränke, die da links sind, Schubladen? Ja, Schubladen, Schränke. Du machst den kleinen auf und siehst, das ist ein Spirituosenkabinett. Da siehst du einen Cognac und ein paar Weinflaschen tatsächlich. Dein erfreutes gerade. Kein Dreck. Ja, aber, Cognac ist selbstverständlich freut sich das sind Heiltränke. Ich nehme mal die Cognac-Flasche hoch. Ist die noch gut gefüllt? Halb. Okay, ich nehme die mit. Ja. Lies das Etikett. Das ist ein... Ah nee, ist kein Eisschnaps, der ist nebendran. Ach, mir fällt jetzt kein klassischer Cognac, ein Fernet Branca. Ich... Es ist es ist dickes Blut. Dickes Blut. Es ist ein rötlich-brauner, sehr, sehr dick schwenkender. Gaga? Wenn ich sehe, dass Minecraft da einen Schnaps rausnimmt, möchte ich auch etwas Schnaps looten. Alles klar. Ja. Du greifst rein, erste Flasche, du hast, ist tatsächlich Eisschnaps. Nehme ich. Wir sollten jetzt keinen Alkohol klauen aus der Villa. Panzerhartes Zeug, kalt gebraut auf den Berghängen und ist eine Mischung aus einem Reisschnaps und einem Pflaumenschnaps. Alfie. Wir sichern Beweismittel, Hauser. Ihr sichert kein Beweismittel, ihr klaut Schnaps. Wir sichern, wir haben noch nichts davon getrunken. Wir haben Beweismittel gesichert. Alfie. Ja. Könnten wir eventuell auch in diesem Raum und im Nebenraum, er führt ja direkt hier weiter, noch kurz nach Fallen suchen, denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich mich seit dem Finden dieser Rune nicht einen einzigen Zentimeter mehr bewegt. Gut, ich denke, dieser Raum, das hat sich erledigt, aber ich würde dann tatsächlich im Raum nach oben einmal schauen. Mhm. Du schaust durch die kaputte Wand hindurch, hier auch wieder mit dem Licht von Murray und trittst tatsächlich in eine Art Studienzimmer, ein kleines Büro. Entdeckst dir gegenüber einen Tisch mit zerstörten Chemikaliengläsern und Ampullen und mehrere leergeräumte und zerstörte Regale. Wieder ein verbrannter Teppich. Anscheinend ist die Feuerwolke hier tatsächlich durchgebrannt. Aber im Gegenteil zum verbrannten Teppich siehst du um den Tisch rum, der ebenfalls zerstört ist, Eis. Glitzerndes, kaltes Eis, was in einem kleinen Zirkel vom Schreibtisch aus explodiert ist und ein gefrorenes Skelett darin sich befindet. Auf dem Schreibtisch siehst du eine kleine Kiste, ungefähr 30 auf 30 auf 30 hochbreit lang. Ein kleines Quadrat aus messingfarbenem Metall. Okay. Gut, erstmal auf jeden Fall den Raum und speziell diesen Tisch nochmal untersuchen, ob da noch eine aktive Falle ist. Zweiter Blick auf Fine Traps. Die kleine Kiste leuchtet auf. Okay. Und du würdest vermuten, die Falle hat der oder die, der jetzt da gefroren liegt, nicht entschärft bekommen. Aber sonst ist der Raum safe. Sonst findest du im Raum nichts Fallenhaftes hier. Okay. Ihr solltet euch das ansehen. Ist der Raum sicher? Der Raum ist sicher, aber hier drin befindet sich etwas, das wir vielleicht lieber erstmal nicht anfassen sollten. Das klingt gut. Ich komme rein. Mhm. Ja, ich würde auch folgen. Und ich deute auf die Kiste. Ich sehe die Leiche. Ja, tatsächlich skelettiert und dann gefroren. Skelettiert und dann gefroren. Sehr interessant. Hauser, könnt ihr etwas mit dieser Art von Kiste anfangen? Kann ich das? Trittst du ran? Ja, ich würde nicht. Also ich würde außerhalb dieses Kegels auch bleiben. Ja. Du würdest sagen, nachdem Alfie dir das auch gezeigt hat, da der Kegel
geht von der Kiste aus tatsächlich. Also du würdest sagen, da ist eine Art, viel kleiner als der Feuerball, aber eine Art Eisexplosion, die dann noch irgendwie... Strömt das noch Kälte aus oder ist das einmal gewesen und jetzt schmilzt es langsam weg oder wie? Tatsächlich ist das Eis noch nicht weggeschmolzen. Und es hieß ja, es ist ein paar Tage her, Jost hat ja gesagt, es ist ein paar Tage her, dass das passiert ist. Das heißt, es ist magisches Eis. Du kannst auch am Eis tippen und sowas und merkst, da ist was Arkanes drin. Und du spürst auch, und das nur, weil es deine Heimsphäre ist, da ist auch eine krotische Energie. Das heißt, du würdest sagen, dass eine Kombifalle, die erst was auch immer zersetzt mit nekrotischer Energie und dann nochmal einen Eisschlag nach, um den Rest zu geben. Okay. Jetzt ist die Frage, wie wir das Ding entschärfen. Ich möchte nicht näher unbedingt rangehen. Alfie, wie kannst du außerhalb von Detect von Fallen auch noch Fallen entschärfen, zufälligerweise? Nein, ich fürchte, das kann ich nicht. Nächste Frage ist natürlich, was hat die Leiche, die da liegt, vorher bewacht, beziehungsweise was wollte sie machen hier drin? Nimrod, würfel mal bitte auf Arkane Kunde. Jawohl. Also ich würde mir auch einfach die Kiste generell mal auf Arkane Kunde. Dann darfst du auch, entweder beide oder jemand, einer mit Vorteil, wenn ihr euch gegenseitig helfen wollt. Ich bin recht cool in Arkane, ich weiß nicht, was du hast. Ja, dann... Ich habe 4, dann mach mal du mit Vorteil. Dann, genau, dann hilft Alfie. Du hörst Alfie nebenbei ihre Theorien sozusagen plaudern. Einmal 18 ist schon nicht schlecht. Und geht's noch besser? Es geht noch besser mit 24. Oh, da gehen die Würfel aber, ey. Da ist. Das ist aber auch ein teuflisches Spiel. Ja, wirklich. Also, du hast mir aufgespart die letzten Wochen. Du weißt gerade, ob das irgendwie ein magischer Gegenstand ist. Und du hast dann gesagt, Alfie von der Seite, es könnte aber auch. Es sieht aus, als ob du was verschließt und ihr schaut euch diese Truhe genauer an und Hossa, da ist sie. Es ist eine kleine Kiste und als Alfie sagt, es sieht so aus, ob da was drin ist, Nimrod kommt dir mit deiner 24, das ist ein Tresor. Das ist ein verdammter kleiner Tresor. Und der ist magisch gesichert, das bedeutet, wer ihn nicht richtig öffnet, wird nekromantiert und gekühlt. Aber ich habe eine Idee. Ja. Ich habe ja meine Kiste gefunden. Ja. In der unter anderem auch die Münzen drin waren, die ich in Ivon Thalas Nekropole gefunden habe. Das Problem ist, ich habe die Münzen leider nicht mehr haptisch hier, beziehungsweise ich weiß nicht mehr, wie die ausgesehen haben. Ja, dementsprechend ist jetzt natürlich alle Hoffnung auf den Spielleiter. Es tut mir leid, Ben. Nein, alles gut. Das ist schon wieder so lange her. Der Spielleiter ist vorbereitet. Ah, sehr gut. Der hat die Münzen. Und du kramst tatsächlich in deiner Tasche bzw. Dings und findest noch ein bisschen erdig eine Silber, eine Gold und eine Platinmünze, also alle Werte. Und diese habt ihr tatsächlich bei Thala in der Gruft gefunden. Ja. Also ich zeige das auch der gesamten Gruppe, damit wir da zusammen dran gerne arbeiten können. Ja. Okay, und was sind das? Was sind die Vierecke, die braunen oben? Sind das Schalter? Kann man die drehen oder was kann man damit machen? Tatsächlich beginnst du an einem der kleinen Rädchen hier vorsichtig zu drehen und siehst, dass sich diese Plaketten verschieben. Mhm. Und auf jeder dieser kleinen Rädchen sind diese 4 Zeichen. Also jedes Zeichen ist einmal drauf. Achso, okay, verstehe. Von links nach rechts. Jawohl. Also meine Idee ist natürlich, dass wir von der niedrigsten zur höchsten Wertigkeit gehen. Mhm. Oder andersrum. Ja. Kupfer, Silber, Gold und das andere ist Platin. Ja. Aber dann würde ich jetzt also das linke so lassen, dann das zweite von links, was ist das? Das ist dieser Pfeil mit dem Viereck am Ende. Genau, dann bei dem, genau, das Gold würde dann auch passen und das letzte wird dann auch passen, oder? Quatsch. Doch, passt doch. Ja, okay. Ding ist das 3. Ja, genau, passt. Ja. Gut. Ja, du schiebst die 2 anderen um und siehst, dass sich Zahnrädchen bewegen. Und einen Moment lang spürst du,
wie im Inneren sich etwas tut. Und du spürst auch, dass die nekrotische Kraft dieses kleinen Kästchens anschwillt. Oh nein. Und dann mit einem Zucken Nimrod einen Schritt zurück, aber der Schritt würde dich nicht retten, weil du musst ja an das Kästchen ran. Stehst schon an dem Tisch, öffnet sich das Kästchen. Ich bin noch am Leben. Sieht so aus. Okay, alle Finger noch dran. Na gut, ich guck rein. Aber vorsichtig. Und ich geh nach vorne und guck mit. Du siehst, ihr seht. Du stehst auf der Leiche. Ich rutsch so ein bisschen aus. Aber du kannst dich noch fangen, indem du auf den Schädel trittst. Glück gehabt. Ihr seht in dem Ding einen kleinen roten Samtbeutel und zwei Blatt ordentlich zusammengefaltetes Papier. Okay, ich nehme es raus und gucke es mir an. Beides. Achso, es sind zwei Sachen. Ich dachte, eine kleine Samtbeutel und darunter wie ein Brief zusammengefaltetes Papier. Achso, ja, ich würde beide. Ja, gut. Boah. Okay, ich fasse es erstmal nicht an. Ich lasse es erstmal. Guck zu Alfie. Denkst du, es ist noch eine Falle? Man kann nie sicher genug sein. Ich überprüfe es nochmal. Ja. Okay. Ja, du machst mal mit dem Gesicht so drüber. Dann ist es noch eine Falle. was ist denn Find Traps? Ist eine Zwei- oder ein letzter Zweierspruch? Oh, okay. Ja, ja. Lohnt sich das dann? Bestimmt. Ich stehe weit genug weg, macht, was ihr wollt. Mein Leben oder ein Zauberslot wie? Kann ich auch einfach nur so tun, als hätte ich es. Kommst du? Natürlich! Kannst du? Dann würfel doch mal bitte auf, entweder auf, ich glaube, Potions heißt das. Also, Subterfuge, nee, wie heißt das auf Englisch? Und das war der Tag, an dem ich mit Vorteil würfeln, weil ich fasse nicht so richtig auf, ich gucke ja die ganze Zeit in die Falle so rein. Einmal auf Täuschen. Deception bitte. Oder Täuschung. Okay. Oh mein Gott, okay. Ja, du merkst, oh, ich habe nicht mehr so viel Kraft, gerade Zweierspruch. Er soll sie mal nicht so haben, denn Nimrod. Alle im Raum kriegen mit, dass Alfie gerade nicht Magie wirkt. Alfie, was sagst du? Ich habe nicht mal meine Brille aufgesetzt. Ich bin so, ja doch, das sieht sicher aus. Und dann so im Halben merke ich so, oh Mist, meine Brille. Und setze die auch noch so mit auf. Und ich guck sie an so, weißt du, Alfie, ich bin nicht mal sauer. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich drehe auch so einen Schritt zurück und sage, jetzt darfst du gerne das Ding rausnehmen. Ich gucke sehr beschämt zu Boden. Ich nehme das raus. Das ist was ist fair. Da los? Ich sehe auch, läuft vorbei, tritt nochmal auf die Knochen, greift. Beutelchen oder Pief? Beides. Beides. Mit zwei Händen gleichzeitig. Ja. Und die Schachtel schlägt zu und beide Hände ab. Nein. Das wäre so gut gewesen. Ich kann sie damit annehmen, kein Problem. Da würde sich mal was ändern hier. Du hast ein kleines Beutelchen und ein Brief. Also bei Geschenken muss man immer erst den Brief lesen, bevor man das Geschenk auspackt. Also aber manchmal steht in der Karte dann auch, ich hoffe, der Toaster gefällt dir und dann weißt du es halt schon. Das ist richtig scheiße, stimmt. Ja, aber was, wenn drin steht, wenn du das Paket geöffnet hast, dann hast du jetzt Cholera. Ja, ich glaube, in diesem Fall wäre mir der Spoiler, was es ist, der die Überraschung versaut, nicht so lies dramatisch. Es bitte einfach laut vor, sage ich und gehe so einen Schritt hinter die abgesplitterte Wand. Ja, kann ich eine Spielleiter-Nachricht kriegen, was ich vorlesen muss, oder sagst du das einfach so? Nee, ich sag gar nichts. Alter. Ich sag nichts mehr. Spielt euren Scheiß alleine, ich sag dir gar nichts. Ihr braucht 3 Stunden, um diesen Tresor zu öffnen. So, also. Spielleiter-Nachricht. Ich lese vor. Ich möchte gerne noch, wenn ich vorlese, meine
Entertainer-Stimme anlegen. Das ist doch einfach nur ein Zettel, Sangruf. Wir sind uns einig, dass die Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen, vom reisenden Chronisten und seiner Briefbekanntschaft aus dem Feywild, der uns Bekannten und Verbreiteten deutlich abweicht. So werden die Weltendrachen bis auf zwei komplett ausgelassen und Muriel ist auf die Gründe gestoßen. Die mächtigsten Wesen, die 10 Weltendrachen, erhoben sich von der Zeitrechnung über die anderen Kreaturen und regierten die Jahrtausende, formten den Kontinent und führten verheerende Kriege gegeneinander. Erst Bahamut, der Silberne, einte die übrigen metallischen Drachen und bezwang seine aufständische Schwester Karathossa, die Goldene, und herrschte fortan über Ruvea. Im weiteren Verlauf des Briefwechsels geraten die Drachenkriege wieder in Vergessenheit und erst als die Götter auf die Welt der Drachen trafen, um sie für die eigenen Dienervölker zu beanspruchen, dem entgegen formten die 5 chromatischen Drachen eine Allianz gegen Lathanda und sein Gefolge. Bahamut, sich selbst als Gott sehend, verriet seine Sippe und die der und der stärkste unter ihnen, nee. Und da er der stärkste unter ihnen war, konnten die 5 Drachen den Kampf nicht gewinnen. Es war die junge Göttin Mystra, welche sich schützend vor die Drachen warf, und hier vermutet die Co-Autorin in einem der Briefe, dass Mystra als Matriarchin der Magie einst die magischen Kreaturen, die Drachen, auf diese Welt gebracht hatte und nun ihre Mutterliebe zur Gnade der 5 verstoßenen Kreaturen wurde. Es heißt weiter, dass Mystra ihren 5 Kindern eine Welt in ihrem eigenen Sternbild geschaffen hatte, weit weg von den Göttern und Göttinnen von Ruvea. Muriel ist überzeugt, dass Mystra als eine Urgöttin den Drachen eine neue Welt in unserem Nachthimmel schenkte, um sie zu schützen, so wie sie einst Ruvea für die Drachen bereitet hatte. Diese Erkenntnis war mir fern und ich hatte einstimmig mit Umbrick und den Geweihten des Lichtbringers den Kopf geschüttelt, hätte ich nicht einen Lehrmeister aufgesucht, um mir Gewissheit zu verschaffen. Und was soll ich sagen? In den Aufzeichnungen der ersten Stadt las ich den Namen des Drachen, welcher über die Weiten von Gistanz herrschte, sich selbst dem Leben und dem Tod verschrieben, ohne Gott genannt zu werden. Die Drachen Sharaka. Moment, das ist ein Aufzug auf den Briefwechsel, nachdem wir die ganze Zeit schon suchen. Und nee, der sagt nicht, uns, dass... Das ist ein Brief von jemandem, der den Briefwechsel gelesen hat und den Inhalt wiedergibt, oder? Es ist ja de facto ein Zitat aus dem Briefwechsel. Und ein Zitat nicht, eine Inhaltsangabe. Oder nicht? Eine solide Zusammenfassung. Von einem wichtigen Teil des Briefwechsels. Also Sharaka, Mycroft holt sein Buch raus, ist ja eine der Gottheiten der Hand. Das eine der 5 Gottheiten. Genau. Neben Hextor, Taristella, Nerul und Vijas. Das heißt, diese Gottheiten sind eigentlich Drachen. Die in unserem Sternenhimmel wohnen. Und jetzt langsam aber sicher auf uns herniederfallen. Oder schon heruntergefallen sind. Aber was sind dann die Sternensplitter? Jetzt sind das Teile ihrer Welt. Oder Teile der Drachen. Die Muttergöttin Mystra für sie geschaffen hat, um sie vor unseren Göttern zu schützen. Das wäre eine Wahrheit, die die kompletten großen Götter und den Glauben von Tausenden von Jahren im Kern erschüttern würde. Denn damit wären die verbotenen Götter nicht diejenigen, die wir als verboten erachten, sondern die Aggressoren sind diejenigen, die wir als Götter achten. Ich höre diese Theorie nicht zum ersten Mal. Ich auch nicht. Ja, deswegen... ne? Ja. Wir sollten auch aufpassen, wem wir das jetzt erzählen, beziehungsweise ob wir das überhaupt an
gewisse Stellen weitergeben. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, also ich. Naja, ihr wisst, was passiert ist.